In dieser Übung möchte ich dir zeigen, wie du Bilder oder sonstige Dateien auf ein externes Speichermedium, zum Beispiel einen Stick oder eine Speicherkarte, übertragen kannst. Ich mache nun einen Screenshot. Das mache ich, indem ich drei Finger gleichzeitig zusammenziehe. Schon ist er bereit und mit Close schließe ich den wieder. Um nun auf dieses Bild im Speicher zugreifen zu können, brauche ich den Dateimanager. Den habe ich schon auf die Startseite abgelegt. Du siehst, im Moment habe ich hier den internen Speicher. Wenn ich da reintippe, bekommst du eine Ordnerübersicht. Das ist leider nicht sehr selbsterklärend. Du musst wissen, wo sich diese Dateien befinden. In diesem Fall ist es im Ordner Pictures und hier wiederum unter Screenshots. Diesen Screenshot, den wähle ich aus, indem ich lange darauf gehe. Mit dieser Methode könnte ich auch mehrere Bilder auf einmal auswählen, indem ich auf weitere Dateien tippe und hier oben rechts tippe ich auf das Kopieren-Symbol. Hier könnte ich es aber auch löschen. Dann tippe ich oben links wieder auf das Haus und wenn ich jetzt über einen Adapter einen Stick anschließe, so wird er mir hier angezeigt. Ich wähle ihn aus und tippe hier oben rechts auf das Einfügen-Symbol. Schon habe ich ihn auf diesem Stick.